Grüß dich, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Ludoki Q&A. Ich bin Tarek Abulela von der Ludoki GmbH und wir haben hier eine Frage gekriegt und die lautet wie folgt: Wie gehe ich mit Niederlagen um? Okay, einfacher Tipp, das geht schnell. Lasse einfach aus, vermeid sie. Nein, Spaß beiseite, die gehören dazu. Niederlagen sind ja wirklich nur dann Niederlagen. Und da gibt es so ein cooles Zitat, das finde ich den Burner-Spruch. Der heißt, entweder gewinne ich oder ich lerne dazu. Und genau so empfehle ich dir, mit sowas umzugehen, mit solchen Situationen, wo es mal nicht so gut geklappt hat. Schau dir an, was kann ich aus dieser Situation lernen und was mache ich beim nächsten Mal besser. Was natürlich nichts bringt, ist, wenn du immer die gleiche Niederlage hast. Das spricht ja nicht so richtig für eine gute Lernkurve. Da würde ich dir dann empfehlen, schau mal, woran es liegt, dass du immer in die gleiche Stelle reintappst und sozusagen zum Wiederholungstäter wirst. Also, was kann ich aus einer Niederlage lernen? Sei dankbar und demütig dafür und überleg dir, was mache ich beim nächsten Mal besser. In dem Sinne, viel Spaß beim immer besser und besser werden. Sondern sie erwähnt es so nebenbei und die Leute machen auch.